einsteigen, bitte. In Mode-Express. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Achten Sie jetzt auf das Modejournal von Ihrem Coop-Warenhaus. Coop informiert Sie über die aktuellste Herbst- und Wintermode 1982 und über den neuen SBB-Städtefahrplan. Nehmen Sie sich doch gerade das Glücksbillett. Und stempeln Sie es ab im Glücksautomat von Ihrem Coop-Warenhaus. Und da drauf steht dann auch genau, was Sie gewonnen haben. Sie können gewinnen SBB-Reisegutschein und Sie können auch gewinnen SBB-Speislagengutschein. Einsteigen bitte nach Paris, Rom, Wien, Brüssel und Düsseldorf. Die Reise in die führenden Modestädte, die können Sie zusätzlich mit dem Jackpot losgewinnen. Jetzt aber bahnfrei für unsere jungen Lokiführer. Holt euch eurem Coop-Warenhaus so einen Bastelbogen und zeigt uns, wie zukünftige Loken aussehen können. Zu gewinnen gibt es 18 Märklin-Eisenbahnwarenset. Es gibt 1000 Eintritte ins Verkehrshaus in Luzern und 18 Reisen durch den Gotthard ins Tessin. Und erst noch in Begleitung von einem SBB-Lokiführer, der euch alles erklärt. Achtung, Achtung, Perron 1, Mode-Express zum Coop-Warenhaus. Einsteigen bitte in die aktuelle Herbst- und Wintermode. Ein topmodischer Mantel aus Wolle und Kaschmir. Ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich. Das Kleid. Die aktuelle Trendform aus echtem feinem Langnapperleder. Kindermode im Coop-Warenhaus. Wattierte Kinderlämmer mit Kapuze. Reizendes Wohnortkleidchen für die kleine Lady. Sie und er sportlich elegant in reiner Baumwolle. Wattierte Herrenblouson Clay Fell. Damenparker mit Borgfutter. Und dazu die modisch originelle Fliegerhose. Reizende Cocktailbluse mit Rüschenkragen. Dazu der verspielte Volantschuh. Fein gestricktes in verschiedenen Modellen. Für Sie und ihn. Einsteigen bitte in die Herbst- und Wintermode 82, erhältlich in Ihrem Coop-Warenhaus. Einsteigen bitte heisst es jetzt aber auch für alle Hobby- und Profi-Handwerker. Gehen Sie ins Coop-Baucenter beim Autobahnkreuz Egerkingen. Da finden Sie Tausende von Ideen und Möglichkeiten fürs Ausbauen und für den Neubau in Haus und Garten. In 12 übersichtlichen Einkaufsstrassen erreichen Sie bequem über 40'000 Artikel, und zwar alles unter einem Dach. Von morgen um 9 Uhr bis am Samstag ist Eröffnung mit einem tollen Wettbewerb. Also das Wochenende ins Coop-Baucenter beim Autobahnkreuz Egerkingen. Leicht erreichbar von Basel, Zürich, Luzern, Bern und Solothurn. Und ich habe hier noch eine erfreuliche Mitteilung an alle Einwohner von Bruck. Morgen Morgen um 8 Uhr geht dort nämlich das neue Coop-Center im Neumarkt auf. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, und jetzt schalten wir noch über in die Studioküche. Grüezi miteinander. Wie wär's mal mit einem Blumenkohlauflauf? Für 4 Personen braucht es 750 Gramm Blumenkohl. Das aktuelle Frischgemüse bei Coop. Der Blumenkohl in kleine Rösele aufteilt, haben wir im Salzwasser gar gekocht. Das gießen wir ab, denn wir brauchen es noch für die Soße. Die Soße aus Anke, Mehl, Milch, Blumenkohlwasser und Gewürz haben wir mit 3 Eigelb gemischt, abkühlen lassen und dann mit 3 geschlagenen Eiweiß gemischt. Nach 50 bis 60 Minuten im Backofen ist es absolut wichtig, dass Sie den Blumenkohl sofort auf den Tisch bringen. Ein Soufflé muss sofort auf den Tisch. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Einen guten. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das wäre es für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Achten Sie jetzt aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Das sind alles Artikel, die Sie täglich brauchen können. Den Satra Raclette und Tischgrill für 6 Personen gibt es jetzt statt für 99 nur für 79 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Midi Ravioli alla Napoletana 2 Dosen 880 Gramm statt 5,30 nur 4,30. Spaghetti Napoli 2x 500 Gramm statt 2,70 nur 1,70. Joghurt 500 Gramm Natur statt 1 Franken nur 80 Gramm und mit Frucht statt 1,30 nur 1 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Comfort Flasche a 4 Liter statt 7,90 nur 6,50. Omo Boxen an 5 Kilo nur 13,50. Ariel Trommeln an 5 Kilo nur 14,50. Auf Wiedersehen.
Musik.